Eigentlich stehen wir immer ganz verwundert und ratlos da, wenn wir die Profis spielen sehen. Wir können uns das einfach nicht erklären, wie es möglich ist, dass jemand mit einem ganz einfachen, langsamen Armschwung solch eine Schlagkraft erzeugt. Woher kommt diese Schlagkraft, wenn doch die Arme und der Körper sich ganz weich und elegant und langsam bewegen? Woher kann dann der Körper noch solche Kräfte generieren? Und das Geheimnis besteht eben darin, dass die Handgelenke sich schnell strecken. Wenn das nicht wäre, gäbe es gar keine andere Erklärung dafür, dass man mit einem halben Schwung 180 Meter weit schlagen kann mit dem Eisen 5 und dieses Grün in der Richtung erreicht, wo wir vielleicht schon mal nach dem Driver greifen müssen. Ist doch klar, irgendwo haben die Profis ihre Kraft, ihre Schlagkraft. Und wo ist sie? Natürlich für die ganz großen Längen in dem ganzen Körper. Da arbeiten Beine und Hüften und Rumpf und Schultern, alles arbeitet mit. Aber das ist ja nicht notwendig und würde auch alles gar nichts bringen, wenn die Handgelenke nicht auch mitarbeiten würden. Und wenn die Handgelenke langsam sind, dann kann der Körper machen, was er will. Dann wird nie ein guter Schlag entstehen. Also die ganze Kraft des Körpers und die Schnelligkeit der Handgelenke, das muss zusammenpassen, das muss zusammenarbeiten und dann entstehen die extremen Fingerkopfgeschwindigkeiten. Die meisten Golfer ahnen gar nicht, wie schnell sie ihre Handgelenke eigentlich strecken können. Ja? Es sind ja nur ganz wenige Muskeln hier in den Armen und man fühlt sich eigentlich schwach. Der Schläger wiegt eine ganze Menge, hat einen langen Hebel und man fühlt sich dem Schläger irgendwie ausgeliefert. Der Schläger ist ja beinahe, fühlt sich manchmal stärker an, als ich mich selber fühle. Aber hier entstehen in den Armen Kräfte, die wir gar nicht ahnen und die die Streckung des Händegelenks unheimlich schnell machen können. So schnell eben, dass es hier viel zu schnell ist, wenn ich hier oben schlage oder hier auf halber Strecke. Sondern ich kann mich darauf verlassen, dass wenn ich den linken Arm abschwinge und die Handgelenke gebeugt halte, dass hier in den Armen eine solche Spannung entsteht, die sich dann in einer ganz blitzschnellen Streckung entlädt. Das können wir nachempfinden, wenn wir mit dem Finger schnappen. Ich kann so kein Geräusch erzeugen, wenn ich nicht vorher den Finger mit dem Daumen zurückhalte und dann plötzlich loslasse. Dann schnalzt es plötzlich. Dann habe ich plötzlich eine Power in dem Finger, die ich vorher gar nicht spüren konnte. Genau dasselbe entsteht beim Golfschlag, indem ich mich mit den Händen richtig verhalte und eben hier keinen Druck auf den Schläger ausübe, sondern alles tue, um die Beugung zu erhalten. Dann entsteht hier unten ein ganz plötzliches Schnalzen aus den Handgelenken heraus und das ist das Geheimnis der hohen Schlägerkopfgeschwindigkeit.